Ja, wir haben unser Stadtretreat am Samstag begonnen, haben jetzt schon mehr als einen Tag hinter uns in dieser intensiven Praxiswoche. Und ein wichtiges Thema, mit dem wir uns befasst haben an dem Samstag, als wir begonnen haben und auch während der Woche, ist die buddhistische Lehre der acht weltlichen Winde. Und heute möchte ich einfach ein paar Betrachtungen, ein paar Gedanken zu dem ersten Paar von Winden mit euch teilen. Das erste Paar ist Gewinn und Verlust. Ja, die Winde, die uns um die Ohren wehen, manchmal als sachte Brise, manchmal als heftiger Sturm. Immer und immer wieder bekommen wir Sachen und freuen uns. Da ist Gewinn. Wir haben etwas, woran wir uns freuen. Und immer wieder machen wir wieder die Erfahrung von Verlust. Wir verlieren etwas. Etwas, woran wir hingen, hört auf, verändert sich. Und selbst wenn wir noch vorher nie etwas von diesen acht weltlichen Winden gehört haben, haben wir ganz bestimmt schon über dieses Thema reflektiert. Ja, da Dinge entstehen, Dinge vergehen. Das ist eigentlich gehört das zum Kern der buddhistischen Lehre. Ja, die Betrachtung, dass alles, was entsteht, wieder vergehen wird. Ja, dass das Leben nichts Festes ist. Egal, wo wir hinschauen, sehen wir nichts Festes, nichts Beständiges, nichts Unveränderliches, sondern wir sehen Prozesse. Entstehen und vergehen, neues Entstehen, neues Vergehen. Überall, wo wir hinschauen, nur Prozesse und kein festes, unveränderliches Sein. Das sind Betrachtungen, die wahrscheinlich mit denen jeder vertraut ist, der überhaupt irgendetwas mit Buddhismus zu tun gehabt hat. Und ich denke, wenn man auf dem buddhistischen Übungsweg ist, sind solche Betrachtungen zur Vergänglichkeit, zur Prozesshaftigkeit, gehören eigentlich zum, ja, Teil unserer täglichen Reflexion. Wir erleben es jeden Tag. Und jeden Tag können wir es wieder als Gelegenheit nehmen, über die Wirklichkeit zu reflektieren. Ja, Dinge sind nicht fest, Dinge sind nicht ewig, weder die schönen noch die unangenehmen Sachen, nichts ist fest, sondern alles ist im Fluss, alles ist Prozess. Und das erleben wir in ganz, ganz vielfältiger Weise, egal wo wir hinschauen, in unserer Erfahrung, in unserem Alltag, wir sehen dieses Entstehen und Vergehen, dieses Prozesshafte. So zum Beispiel ein Bereich, in dem ich das immer wieder ganz bewusst sehe, wo es mir so wirklich unter die Nase gerieben wird, ist in meinem Garten. Ich habe einen Garten und ich sehe da dieses ständige Entstehen, Vergehen, Werden, Verändern, Verfallen. Und ich habe dann manchmal im Frühling eine Riesenfreude, wenn die ersten Stauden so ihre grünen Stängel aus der Erde stecken, ja, wenn die dann anfangen zu wachsen. Und wenn dann die Blüten sich bilden und wenn sie aufblühen, wenn sie wirklich in schönster Blüte stehen, kann ich mich daran erfreuen. Und ich merke, ich ein bisschen Widerstand leiste, wenn ich merke, dass die Blüte anfängt ein bisschen zu welken. Und manchmal gibt's ja bei manchen Pflanzen sind einige Blüten gerade ganz auf und andere sind schon ein bisschen am Verwelken. Da ist beides gleichzeitig da, das Aufblühen und das Vergehen. Und ich merke, wie ich da ein bisschen Widerstand dagegen leiste. Also ich wünschte, es würde einfach länger in voller Blüte bleiben. Und dann irgendwann verfallen, verwelken die Blüten und auch die Pflanzenblätter werden braun, fangen an sich zu kräuseln. Und dann kann man sie trotzdem noch nicht wegschneiden, man muss noch ein bisschen sie stehen lassen, bis es Zeit ist, wieder sie zurückzuschneiden. Und ich merke manchmal, wie ich so Staudenkataloge mir anschaue. Und dann so sehnsüchtig diese Fotos sehe, die so perfekt aussehen, wo man wunderbare Staudenbeete sieht, wo alles in schönster, prächtigster Blüte steht nebeneinander. Und ich muss mir immer wieder bewusst machen, in meinem Garten sieht das nie so aus. Wenn in einem Beet was wunderbar aufblüht, ist direkt daneben die Pflanze schon wieder am Verwelken oder noch nicht ganz aufgegangen. Also eigentlich gibt es nie bei mir im Garten Beet, wo alles in schönster Blüte steht, sondern es ist immer ein Prozess von Entstehen und Vergehen und meistens auch parallel, gleichzeitig. Ja, und diese wunderbaren Fotos in den Staudenkatalogen, ich habe keine Ahnung, wie die produzieren, aber es sind nur Momentaufnahmen und wahrscheinlich auch ein bisschen retuschiert. Ja, wo sie dann die Pflanzen, die schon ein bisschen am Braun werden sind, rausgeschnitten haben oder irgendwie das Foto überarbeitet haben. Aber in einem echten Garten ist immer beides gleichzeitig da. Das Entstehen, das Werden und das Verfallen. Letztes Jahr habe ich meinen Rasen neu ausgesät und er sah prächtig aus. Ja, prächtig, grün, satt. Und nur ein Jahr später waren Wühlmäuse da und Maulwürfe. Und ich muss mir anschauen, wie sehr sich das verändert hat. Und ich muss loslassen. Also ich habe das Gefühl, im Garten oder auch für die, die keinen Garten haben, überhaupt die Natur
die Erfahrung und Beobachtung von Natur ist eine echte Erziehung des Herzens, eine Weise, sich vertraut zu machen mit der Prozesshaftigkeit allen Seins. Aber es gibt auch noch andere Bereiche, die uns noch näher gehen, wo, wenn wir Vergänglichkeit, Veränderlichkeit betrachten, wo uns das viel näher geht, als nur wenn wir die Natur betrachten. Zum Beispiel der Bereich von Beziehungen. Auch da gibt es Gewinn und da gibt es Verlust. Beziehungen entwickeln sich, verändern sich und enden auch immer wieder mal. Das heißt, es kann sein, wenn eine Beziehung gerade im Aufblühen ist, da entsteht eine Freundschaft, da ist ein Mensch, an dem wir Interesse gewinnen und wir merken, dass wir vieles gemeinsam haben und es entsteht Nähe, Vertrautheit, Freundschaft. Ja, man hat das Gefühl, an einem Strang zu ziehen. Das ist was sehr Beglückendes. Und man kann sich freuen, dass da etwas im Wachsen begriffen, im Werden begriffen ist. Und dann kann es wieder so schmerzhaft sein, wenn man sieht, dass der gegenteilige Prozess passiert. Wenn jemand, der einem nahe war, einem ein bisschen fremd wird. Wenn man merkt, dass eine Beziehung, die sehr, sehr befriedigend war, sich ändert und weniger befriedigend wird. Wenn man merkt, dass man vielleicht weniger miteinander anfangen kann. Dass das Interesse aneinander verblasst, nachlässt. Ja, vielleicht, dass man nicht mehr so viel Freude aneinander hat. Und oft ist das ein schmerzhafter Prozess, eine sehr schmerzhafte Erkenntnis, sich einzugestehen, dass Beziehungen sich ändern und eben auch wieder vergehen können oder ja, sich lösen können. Und das fällt gerade in dem Bereich von menschlichen Beziehungen sehr, sehr schwer, diese Prozesshaftigkeit anzunehmen. Und ich glaube, man hat sehr stark die Neigung, Beziehungen festschreiben zu wollen und darin Sicherheit zu suchen. Aber es gibt keine Beziehung, die unveränderlich ist. Ja, selbst eine Beziehung, die über viele, viele Jahre sehr befriedigend und sehr schön ist, ist trotzdem immer und immer wieder anders. Und sie wird auf jeden Fall irgendwann enden, spätestens wenn einer von uns stirbt. Das heißt, keine Beziehung ist fest und ewig. Ja, immer wenn wir etwas gewinnen, werden wir es auch irgendwann wieder verlieren. Aber es ist natürlich auch umgekehrt, das. Also nicht nur, dass alles Schöne vergehen wird, sondern auch immer, wenn wir etwas verloren haben, wenn etwas sich verändert hat, entsteht etwas Neues. Ja, immer wenn wir das Gefühl haben, mit leeren Händen dazustehen, können wir ganz sicher sein, dass wir wieder etwas gewinnen werden, dass etwas Neues entstehen wird. Das vergessen wir manchmal. Und vor allem dann, wenn es gelingt, nicht an dem Alten so festzuklammern, ja, sich nicht in dem Alten darin festzubeißen und dem Alten nachzutrauern und nachzuhängen, sondern wenn man wieder ganz in der Gegenwart ankommen kann, ganz präsent und offen für das, was jetzt gerade da ist und was der nächste Augenblick bringen kann. Das kann ein sehr reiches Gefühl sein. Und ich habe das immer und immer wieder erlebt, in mir und in anderen, dass manchmal gerade so große Verluste, wenn etwas zerbricht, worauf man sich wirklich verlassen hatte, eine Beziehung oder was anderes Wichtiges im Leben, dass solche großen Verluste ein echter Weckruf sein können. So eine Art Weckruf, der uns aus so einer Fantasie- oder Traumwelt zurückholt in die Wirklichkeit. Und damit meine ich nicht irgend so eine dröge, kalte Wirklichkeit, sondern eine vibrierende, wache, lebendige Gegenwart, in der sehr viel möglich ist, viel mehr, oft viel mehr möglich ist, als wir ahnen. Ja, und neben diesen großen Verlusten gibt's natürlich die ständigen Erfahrungen von Gewinn und Verlust, die man im Alltag macht. So die kleinen Sachen, die man tagtäglich, wahrscheinlich sogar stündlich erlebt. Wir wollen bestimmte Sachen und manchmal bekommen wir sie und manchmal bekommen wir sie nicht. Ja, bekommen wir unseren Willen oder bekommt jemand anders seinen Willen? In dem einen Fall empfinden wir das als Gewinn, in dem anderen Fall empfinden wir das als Verlust. Ja, gerade im Zusammenleben oder im Zusammenarbeiten mit anderen Menschen passiert das ständig, fortwährend. Ja, man sitzt in einem Büro mit ein paar anderen Menschen, man teilt sich einen Büroraum. Der eine möchte das Radio anhaben oder findet es schön, sich zu unterhalten. Der andere hat das Gefühl, so kann er sich nicht konzentrieren. Der eine hätte gern das Fenster offen, der andere hätte das Fenster gerne zu. Und bei der Urlaubsplanung wollen alle gerne die ersten schönen Sommerferien Urlaub haben. Aber es können halt nicht alle gleichzeitig in Urlaub fahren. Das heißt, immer wieder ist die Erfahrung, ich bekomme meinen Willen, ich bekomme nicht, was ich will. Ich bekomme, was ich will und ich bekomme mal wieder nicht, was ich will. Und wenn wir lernen wollen, mit diesen weltlichen Winden zu segeln, dann heißt das, wir nehmen den Wind, wie er kommt. Ja, die Winde, die wehen, da können wir nichts dran ändern, aber wie wir mit ihnen arbeiten, ob sie uns umpusten, ob sie uns scheitern lassen, ob wir daran zerbrechen oder ob wir sie einfach nehmen, wie sie kommen und auf ihn segeln lernen, darauf haben wir einen Einfluss. Mit den weltlichen Winden segeln zu lernen, heißt, dass wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, machen wir daraus kein Drama.
wir erzählen uns nicht eine große Geschichte von, ach, immer bekommen die anderen ihren Willen und nie bekomme ich und immer bin ich das Opfer und keiner nimmt Rücksicht auf mich. Nur wir merken, dass wir anfangen, solche Geschichten zu erzählen, die sind wahrscheinlich nicht wahr. Wenn wir die Neigung haben, uns solche Geschichten selbst zu erzählen, ist unser Blick wahrscheinlich sehr einseitig auf eine bestimmte Windrichtung gerichtet, auf eine bestimmte Seite dieses ganzen Bildes. Wir sehen den Verlust und vielleicht bemerken wir jeden kleinen Verlust ganz besonders deutlich, ganz besonders schmerzhaft, aber richten gar nicht unseren Blick auf all das, was wir gewinnen und bekommen fortwährend. Und falls wir zu diesem Typus gehören, ist eine wichtige Übung, uns in Wertschätzung und Dankbarkeit zu üben. Eine kleine Übung, die ich da vorschlagen möchte, ist, einmal am Tag oder vielleicht sogar mehrmals am Tag sich einen Zettel zu nehmen und einen Stift und sich bewusst zu machen, was man heute alles bekommen hat. An einem ganz normalen Tag. Was einem gegeben wurde. Manchmal sogar völlig unerwartet in den Schoß fällt. So eine Art Dankbarkeitstagebuch. Und wenn man das macht, fällt einem so vieles ein. So kleine Sachen, die man sonst übersieht. Ja, da hat jemand einem eine Tasse Kaffee gekocht, obwohl man gar nicht drum gebeten hatte. Oder morgens geht man aus dem Haus und die warmen Sonnenstrahlen freuen ein, obwohl eigentlich Regen vorhergesagt war. Oder man bekommt ein unerwartetes Lob. Jemand gibt einem die Vorfahrt, Straßenverkehr. Oder einfach so Sachen, die wir manchmal für völlig selbstverständlich nehmen, so wie dass wir gesund sind, dass wir nicht krank sind, dass wir einen gesunden, funktionierenden Körper haben. Dass unser Auto morgens anspringt und dass wir eine warme Dusche haben können. Das können sehr, sehr viele Menschen auf diesem Planeten nicht haben. Also solche Betrachtungen von Dankbarkeit und Wertschätzung für die kleinen Sachen, die wir haben, können uns helfen, dann auch gleichmütiger damit umzugehen, wenn wir mal einen Verlust erleben.